Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte in Norfolk Marsch. Wir werden ein bisschen Holz arbeiten. Machen wir den LKW aus. Dann werden wir ein bisschen Holz machen. Wir werden auf die Nacht zusteuern, dass wir morgen noch schnell die Wiesen abmähen und aussehen. Da haben wir morgen noch viel zu tun. Was wollte ich jetzt gucken? Achso, alt ist. Wettermäßig. Dann meldet der morgen Regen. Wenn er aus hat, macht das nichts. Viel Regen, das ist nicht gut. Achso, heute. Und morgen können wir noch aussehen, rein rechnerisch, Weizen, Gerste, Hafer. Morgen. Hafer noch nicht mal. Also Hafer könnten wir auch morgen aussehen. Morgen wird bestimmt wieder 6 Grad sein. Aber ansonsten zur Not, so wie wir wohnen. Weil die anderen sind auch entsprechend noch nicht. Ja, das ist komisch, wenn sie aussah, Karotte. Im Sommer und dann im Herbst ernten, ist auch kurz komisch. Auch nicht zu verstehen. Gras könnte man heute ernten, aber will jetzt morgen. Aber mit Gas gehen. Ja, gut. Und den Timer aktivieren. So. Würde man die Bäume nach vorne wegnehmen. Kurz dann vorne starten. Ah, hey. Ups. Naja, Blechern oder kleine Dellen. Aber wer unbedingt parken muss, ist ja selbst schuld, ne? Wenn ich hier arbeite, da fliegen die Fetzen. So. Justus, wie geht's dir? Ah, schöner Baum hier. Mitte Frühling, ja. Uhr im Spiel, ja. Normalerweise würde ich eins fahren lassen, aber so. Den mehr Wald wollte ich nicht kaufen. Aber wir können eher auf 5 fahren, das geht auch. Letzte Folge für heute. Die anderen mache ich entsprechend morgen oder übermorgen, wenn noch notwendig ist.
Muss ja so in den alten Rhythmus reinkommen. Wenn ich arbeiten gehe, dann mache ich die Marsch immer am Freitag, die Aufnahmen. Und beginne am Montag. Die Thüringenkarte mache ich am Sonntag für das Wochenende darauf. So dass immer genug Luft bleibt zur. Im Fall der Fälle, dass man da trotzdem noch schafft. Mal auch mal einen Tag. Hat nicht funktioniert, trotzdem noch die Folgen schaffen. Ja, jetzt fahren wir den Kühen. Mal noch. Dann müssen wir noch einen Bohlenstall bauen. Wenn wir ein männliches Tier kriegen. Im Herbst. Und den Bohlen hier entsprechend verkaufen. Dann bin ich gespannt, ob es männliche Tiere gibt. Also wenn sie so reell sein wollen, ist das so. Ja, okay, ein weibliches Tier ist ja Blödsinn, ne? Gibt's ja gar nicht. Mal sehen, vielleicht hat der Platz irgendwo anders aus für ein Sägewerk. Müssen wir ja nicht dieses Jahr machen, ne? Ingame meine ich jetzt. Dann müssen wir sehen, die nächste Ernte. Oder im Frühjahr verkaufen oder im Winter. Dann wird man sehen. Wie die Zeit dann reicht. Ob wir auf 6 Tage umspringen. Wir können ja zur Not Crossplay fahren lassen, das sollte auch bald besser funktionieren. Na, Beule. Beule, Beule. Schon länger hell, ne? Muss ich sehen, dass im Herbst hier schon wieder aufforste. Spätestens im Herbst. Da haben wir dann bald wieder. 10 in den Tagen, also 10 Jahren ungefähr, oder 7 oder 8. Nachwachsen, wie wir wissen, Geld machen können. Mal im Herbst soll die Vierfachkarte kommen. Herbst ist ja ein langer Begriff, ne? Das kann ja ein Vierteljahr sein. Aber der mal eher so ehrgeizig. Und selber unbedingt die Vierfach spielen möchte. Also. Sagen wir Oktober. Naja, gut, wenn es November wäre, wäre es auch gut. Also Arbeit haben wir hier genug. Und 16 kann man auch nicht kaufen.
Feld 16, Feld 12. Das sind die großen Felder, da kann man richtig Kohle machen. Also. Und die Produktion, ne? Mal schauen wir. Die Silage muss laufen normalerweise, darum muss ich mal schauen. Müssen wir wieder, nachdem die Weizen geerntet wurde. Gras ansehen. Dass wir praktisch im Herbst noch mal einmal Gras ernten können. Dann kriegen wir praktisch drei Ernten raus. Theoretisch muss das klappen. Aber nur theoretisch. What? Da traut sich was. Ist schon ein bisschen länger hell, ne? Also 6:45 schon. War gestern schon düster, also in-game gestern, ne? Hätte noch Lust, ein paar mehr Folgen zu machen. Aber mal sehen. Das macht sie ganz gut, wenn er bei der Wiese 3, Wiese und Feld 3, dann entsprechend auch im einen Ritt fertig machen kann. Weil das macht sich besser mit Kursplay. Dann kann er fertig arbeiten. Und dann muss man nicht wieder von vorne anfangen. Musik höre ich so gar nicht, ne? Aber das soll auch nur laufen, wenn der Hintergrund, wenn das Maschinen aus sind, ne? Aber ich kann ja bei den nächsten Folgen ein bisschen lauter machen. Aber ich möchte mir nochmal aus dem Bildschirm nicht verlassen, weil dann die Lenkung ja wieder versagt. Auch immer überlegen, wie ich das am besten hinkriege. Da gibt es keine Lösung für. Natürlich die großen Bäume am besten, ne? Aber wie gesagt, die werde ich aber erst richtig Geld verdienen, wenn ich neu gepflanzt habe. Weil dann wachsen sie mir aus. Daumen lang hell bleibt, ne? Ja, da können wir beruhigt 3 Tage lassen. Dann
Dann können wir morgen in-game voll das mal aussehen. Da sind aber ich. Also Stroh und Wasser geht ja schon weg, du. Sauberkeit, naja, gut. Also feldermäßig, das haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder, nur wo wir Gras haben. Wo dann gleich hinterher pflügen, aussehen, 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 aussehen. Da wird ja bleibt ja eigentlich Gras. Aber hier haben wir noch viel Wald. Da oben noch ein bisschen Wald. Ja. Ja, auch noch viel Wald vor mir. So, was haben wir jetzt? Was gehört mir überhaupt? Okay, das hier die Ecke noch. Also bis zum Weg gehört mir. Wo ist er dran? Ne? Also richtige Johnnies hier. Das lohnt sich. Das Geld drucken. Und die Kleinen, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber die müssen ja weg, ne? Borkenkäfer, sag mal so, ne? Aber da, was ich ja gesehen habe unterwegs. Was in Bayern an tote Bäume standen am Wald, das ist der Wahnsinn. Da kommt jetzt niemand hinterher mit Fällen. Ja, die Monokulturen, das ist nicht gut. Im Grunde müssten sie jetzt voll mit Chemie angehen, den Borkenkäfer. Aber gegen die Dürre gibt es keine Chemie. Aber zum Glück hatten wir heute und gestern Regen, also bei mir zu Hause ist keine Dürre. Tiefere Erdschicht vielleicht ja, aber die oberen Erdschichten haben genug Wasser. Aber sich überall regnet, ist ja das Problem. So. Jetzt wird dunkel langsam. Aber wir können noch ein bisschen arbeiten, das ist noch hell genug. Also wir brauchen zumindest noch einen Traktor. Hier haben wir noch einen zweiten Flug dazu. Muss man bald machen, ne? Obwohl der Flug, der ist eigentlich recht groß, das geht relativ zügig. Und da fährt ja auch mehr wie normalerweise. Aber die sollten wir heute noch keine Sorgen machen, das schaffen wir heute so nicht. Oh, da ist ein schöner Baum. Aber auch nur zwei Stück, ne? Es gibt hier viel Kleinzeug. Ja. Sehr gespannt, ob das Gras noch ein bisschen reifer wird. Stufe oder zwei. Wäre nicht schlecht.
Normalerweise wird Gras immer im Ende Mai, Anfang Juni gemäht, in den Dreh. Man sagt so allgemein, das Gras muss anfangen zu blühen. Es darf nicht ausgeblüht sein. Weil wenn es sobald der Samen reif ist und ausfällt, fängt es an trocken zu werden und dann ist die ganze Kraft weg, weil die hier in den Samen reingeht. Und man will ja eigentlich den Samen mit im Heu haben, weil da die meiste Energie drin ist. Wenn man das vorher macht, hat man auch Verluste, weil der Samen noch nicht ausgereift ist, beziehungsweise noch nicht richtig gewachsen ist. Zu spät ist auch nicht gut. Ich habe mal Heu gemacht im Mai. Wenn ihr mich gehört, wir ja, konnten es noch hören und heute hat es ja recht informieren. Also wir ja, euch gehört. 3 Tage schön, ja, haben wir Heu. War ja nicht viel, aber den Bereich Wetter brauchst du nicht anfangen. Da muss ja ständig wenden und das ist sehr aufwendig, wenn es überhaupt fertig wird. Ne? Also, nach und nach besser näher hier. Wissen Sie, Silage haben wir noch bei der BGH gehabt, aber nicht hier. Oh ja, die Folge ist endet. So, mein Freund der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Sehr schön, wenn wir uns wiedersehen. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.